Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu unserer zweiten Kochshow. Für euch vielleicht sogar schon die dritte. Wie ihr ja alle wisst, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, mussten wir die erste Folge in zwei Teile schneiden, weil wir uns hier um Kopf und Kragen geredet haben, der Joe und ich. Heute an meiner Seite nicht der Joe Estray, sondern ich darf ganz herzlich den Nils Kohlmann begrüßen, ja, den ihr vielleicht irgendwie kennt von der Theke bei uns oder so, oder bei von mir zu Hause auf dem Sofa. Mit manchen Bands saßen wir auch manchmal gemeinsam nach den Abenden noch rum. Ja, Nils ist einer von den aktiveren Kohi-Leuten hier und deswegen kommt es natürlich auch nicht von ungefähr, dass ich ihn jetzt hier zur Seite gestellt habe. Nils, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich muss mich gerade an die Maske gewöhnen, aber ja, noch ist alles fit. Das ist schön, das freut mich. Ja, Nils, was machst denn du beruflich eigentlich? Eigentlich bin ich Übersetzer und arbeite von zu Hause aus. Von daher ändert sich für mich momentan gar nicht so viel. Hast du noch Aufträge? Eigentlich nicht so wahnsinnig viele. Aber ja, es hält sich in Grenzen. Okay. Gut, deine Maske rutscht so ein bisschen, das ist natürlich so ein bisschen unschön. Ne? Ja. Das, schauen wir, dass wir da über, dass die über der Nase bleibt. Ja. Zusätzlich haben wir hier auch noch einen Abstandhalter unten auf dem Boden, dass wir uns beide nicht in die Quere kommen. So, und ich mache jetzt einfach mal schnell weiter mit dem, was wir heute Sachlage ist. Wir wollen nämlich heute über ein Hauptgericht reden. Dazu habe ich auch schon eine ganz nette Story. Wir machen nämlich heute Spaghetti, die wir mit selbstgemachtem Rote-Bete-Sud blutrot einfärben. Dazu kommt Spinat und Feta und Kresse. Oder die vegane Variante Spinat, Feta und Tofu. Das werden wir alles nachher auf zwei verschiedenen Tellern drapieren. Dazu gibt es einen kleinen Radicchio-Salat. Radicchio deshalb, weil er eben auch rot ist und den Spaghetti nachher sehr ähnlich ist. Denn die Augen essen schließlich mit. So, ich habe hier schon mal Wasser heiß gemacht, das ich jetzt gerade mal zum Kochen bringe und koche jetzt einfach uns beiden hier Spaghetti. Mhm. So, das ist nicht weiter schwer. Nils, wenn ich dich gerade bitten darf, einfach diesen Spinat hier so ein bisschen von den Strunken zu entfernen, ja? Also links, gehst du ein bisschen nach links, links hast du auch eine Tonne, so ein bisschen die Strunken entfernen. Den Spinat nehmen wir frisch, weil der fällt nachher in der Pfanne komplett zusammen und gibt ein wahnsinnig schönes Bild. So, hier hat irgendjemand geraucht, das finde ich super. Spinat läuft, ja. Rote-Bete-Sud stellt man her mit, tada, Rote-Bete-Saft, Weißweinessig und ja, man nimmt in der Regel Butter. Ich nehme uns jetzt hier eine Sojamargarine, damit die vegane Variante nachher auch vegan ist. Soweit und ja, diesen Sud stellen wir jetzt her, indem wir einfach von dem Rote-Bete-Saft 150 ml in einem Topf erhitzen zusammen mit der Margarine und dem Weißweinessig. So, das mache ich jetzt mal. Und während ich das mache, kann ich uns eben auch die Story erzählen. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr, damit das Ergebnis nachher auch klappt und wir hier nicht den Vorführeffekt erleiden und die Spaghetti nachher nur so halb rosa werden. Das ist nämlich genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Ich gebe zu, ich habe das Gericht lange nicht mehr gekocht. Nils, du sagst Bescheid, wenn du soweit bist, ne? Ja, ich bin noch dabei. Lange nicht mehr gekocht. Das letzte Mal bei einer Band aus Österreich mit dem Namen Die Buben im Pelz, die hier wirklich ein großartiges Konzert gegeben haben, deren erste Platte eine ja, österreichisch-deutsche Textinterpretation war von Velvet Underground Songs. Eine wirklich ganz, ganz wunderbare Geschichte. Dieser Abend, ich glaube, es war ein Donnerstag, war wirklich ganz, ganz großes Kino. So, ich habe jetzt den Essig und den Rote-Bete-Saft in dem Teller. Jetzt kommt eben ein bisschen von der Sojamargarine dazu. Das Ganze wird erhitzt. Ja, und die Herren dieser Band, die waren völlig geflasht von dem Essen. Wir waren völlig geflasht von diesen Herren. Das ist ein guter Freund. Und ich, einige Wochen später, sogar nach Wien gefahren sind mit dem Zug, um dort auf ein Konzert zu gehen von den Buben im Pelz. Das wussten die gar nicht. Sie haben uns aber, das war damals in Chelsea in Wien, weiß nicht, aber manche von euch mögen den Laden kennen. Er ist nicht so klein, auch jetzt nicht bombastisch, aber er hat eine schicke Größe und auf jeden Fall deutlich größer als das Kohi. Ja, und der Sänger, der hat uns im Publikum erkannt und meinte, ja, da sind ja die Leute vom Kohi. Und dann hat er live im ausverkauften Chelsea eine Lobeshymne übers Kohi gehalten zwischen den Songs. Und wisst ihr, was man da zu essen gibt? Blutrote Spaghetti mit Spinat, das ist einfach wunderbar. Ja, das hat uns natürlich unser Herz höher schlagen lassen und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, das jetzt mal weiter zu kochen. Ja, super, gerade her damit, das brauchen wir dann erst später. So, was könntest du noch machen? Für den Salat. Okay. Habe ich hier schon mal Radicchio-Salat gewaschen. So, Nils, musst du kurz warten, denn ich muss jetzt hier die Spaghetti in den Topf machen.
Ein bisschen haben wir noch. Salzwasser, ne, ist klar, Spaghetti. So. Ich mache jetzt mal nicht so viel, weil irgendjemand muss das ja auch noch essen. Und in Wien habt ihr es nachgekocht? Nee, wir haben es hier gekocht und in Wien haben sie sich daran erinnert und haben uns live von der Bühne praktisch gelobt in einem fünfminütigen Monolog des Sängers. Spaghetti, ne, fallen am besten mit dem Finger in der Mitte rein. Hat super geklappt, also gar nicht. Ja, so. Fast wie in Italien. Ja, fast, wenn man nicht in Karlsruhe wäre, gell. Nee, die haben uns gelobt von der Bühne, hat auch gar nicht mehr aufgehört und so. Mein Künstlernamen wusste er sogar noch und so. Das war völlig abgefahren. Mhm. Wir reden über den Salat weiter, Nils. Ja. Ich habe hier ein bisschen Radicchio-Salat gewaschen. Wir machen nachher ein süßes Dressing, weil der hat relativ viel Bitterstoffe. Man kann ihn auch mit heißem Wasser waschen. Dann gehen die Bitterstoffe raus. Ich mache es immer nur kurz abgeschreckt, weil er dann eine schönere Konsistenz hat. Mhm. Jetzt einfach so ein bisschen was davon rein. Und dann würde ich dich bitten, dazu einfach so ein paar Tomaten zu halbieren und an der Seite zu drapieren. Okay. Bisschen Gurke dazu. Ich lege dir das gerade mal hin. Bisschen Karotte, bisschen Paprika. So, ich lege das mir alles mal hier drauf. Ne? Fest der Farben. So ein bisschen was kann noch rein. Ja, also bis auf das Grüne ist alles ein bisschen geht so ein bisschen in die Rotecke. Genau, so ein bisschen, ne? Und dann einfach hier so ein kleines bisschen Tomaten, können auch weniger sein, dass man halt da so ein Farbspiel bekommt. So, wir schauen uns so lange die Spaghetti an, das geht so langsam ganz gut. Meine Mutter beherbergte in den 80ern mal einen italienischen, gute Frage, was der eigentlich war. Der war eine Woche lang, ein paar Wochen bei uns, der war, glaube ich, zur Untermiete. Der hieß Mauro. Und Mauro, Süditalien, hat mir gezeigt, wie er immer Spaghetti kocht, nämlich mit einer Gabel. Aha. Ob das so stimmt oder so, ich meine beim Kochen, ich weiß, Kochen ist Krieg, ich weiß. Ne? So gesehen gibt es natürlich so viele Wahrheiten, wie es Fußballtrainer in Deutschland gibt. Was Kochen angeht, ich mache das jetzt einfach so, Spaghetti al dente mit der Gabel, dass sie nicht verklumpen. So, und ja, der Ofen ist nicht der schnellste, aber er scheint zu funktionieren. Der Sud wird auch langsam heiß, das ist ganz gut. Der Nils macht uns den Salat. Ja, das sieht, die können noch ein bisschen kleiner, aber ich will mal nicht so sein, das passt schon. Das hat ja auch was Italienisches hier an sich, so von den Farben. Gut, du als Italienisch-Übersetzer wirst es natürlich besser wissen als ich, da will ich dich jetzt auch gar nicht in deinem Elan bremsen. Weißes Weg. So, was wir nachher noch auf den Teller tun, ist eben entweder Räuchertofu, oder Feta-Käse, den man so drüber bröseln kann. Das Rezept blenden wir nachher ein, beziehungsweise unten im Reiter kann man auch die Zutatenliste nachlesen, wenn ihr Lust habt, das zu Hause nachzukochen. Ein Rezept eigentlich für Kinder, weil es immer für Aufsehen sorgt, wenn man dieses Spaghetti nachher auf dem Teller sieht, so wie wir es eben auch gleich sehen. So, auf den Teller später kommt noch etwas Kresse, die ich im Handel gekauft habe. Dafür bräuchte ich jetzt von dir die Schere, Nils, wenn du so nett bist. Ja, super, vielen Dank. Kresse einfach vom Beet schneiden. Ah, da sieht man den Profikoch, Nils. Ja, also professionell kann ich den Schaber hier bedienen. Ja, also sieht auf jeden Fall aus, als würdest du das zum ersten Mal machen. Ja, Karotten. Damit klappt es ja schon ganz gut. Glaube ich. Schon länger nicht mehr. So, die Spaghetti erfreuen sich auch hier einer wunderbaren Farbe. Da geht es ja schon mal ziemlich rund. Ja, was wir noch in dem Sud mit rein tun, ist Zitronenschale. Dazu bitte Bio-Zitrone verwenden, die ich hier irgendwo vorbereitet habe. Nämlich nur die Schale ist auch am Ende genießbar. Zitronenschale einfach ein bisschen abreiben an der Stelle. Die gibt dann so ein bisschen einen herben Untergeschmack. Sehr, sehr lecker so. Das ist schon fast ein bisschen viel. Wir wollen aber nicht so sein, denn schließlich ist es jetzt einfach da. So, tun wir das auch noch hier in die Soße. Oh ja, das sieht alles schon gut aus. Ja, Nils, zeig mal. Das sieht doch schon mal super aus. Ja. Genau, ein bisschen Paprika fehlt noch. Da noch dazu kommen. Ja, das kannst du jetzt einfach mal machen. Ja, Paprika noch. So, ich würde jetzt den Salat schon mal würzen. Ich halte mich da gar nicht lange auf mit einem ausgefuchsten Dressing, sondern nehme da einfach so ein bisschen Salatöl drüber. Die Paprika geschlachtet. Bisschen Balsamico-Creme ist immer gut und eben um die Bitterstoffe so ein bisschen auszutreiben, Agavendicksaft.
oben drüber. So, jetzt ist der Salat wunderbar mit Salz und Pfeffer würzen und fertig. Nils, wenn du mit dem Paprika drüber bist, ja, darfst du das gerne hier auf unseren Anrichttisch stellen. Okay. So, bisschen Pfeffer. Gegessen wird. Bisschen Salz. Ein Gruß aus der Küche. Derweil rühre ich den Sud weiter, dass der Sud muss so ein bisschen dickflüssig werden. Das heißt, auf jeden Fall die rote Beete zu kochen bringen und abwarten, bis das alles ein bisschen dickflüssigere Konsistenz bekommen hat. In der Regel 4 bis 5 Minuten, dann ist das soweit. Spaghetti müssen wir auch nochmal testen. Also im Gegensatz zur letzten Sendung haben wir uns jetzt nicht vorgenommen, 15 verschiedene Gerichte in 30 Minuten herzustellen, sondern einfach ein für die Augen ausgefuchstes Leckerbissen. So, der Salat ist fertig. Super, dann und bitte gleich auf unseren Anrichttisch. Dass er da noch besser zur Geltung kommt. Ja. Bestellen, Position. Einfach in die Mitte. Wunderbar, Nils. Perfekt. So, ich habe dir hier ein kleines Schüsselchen und ein paar Oliven hingestellt. Okay. Einfach mal so ein paar Oliven in das Schüsselchen rein und mit einem Zahnstocher versehen jeweils. Okay. Das dann gerade nebendran stellen. Ja, als kleiner Appetizer. Die kannst du auch einfach umkippen oder mit einem Löffel. Guck mal, hier Löffel habe ich auch für dich, wenn du einen brauchst. Ja. Bitte schön. Löffel ist gut, super. Hervorragend. Oliven. Der richtige Antipasti. So, kennt ihr den Spaghetti-Test mit Spaghettis gegen die Wand schmeißen und wenn sie kleben bleiben, sind sie fertig. Das können wir jetzt hier in dem Molton ausgekleideten Bühnenraum relativ schlecht machen. Das heißt, müsst mir jetzt einfach glauben, dass die noch nicht fertig sind und ich noch ein bisschen umrühre an der Stelle. Das ist ja das Schöne am Fernsehen, dass man nichts anfassen und nichts schmecken kann, nur fühlen und sehen. Ein gemeinsames visuelles und audielles Erlebnis. Für uns beide hervorragend, Nils. Sehr, sehr schön. So, ja, du hast uns ja hier rüberkommen. Netterweise auch Baguette mitgebracht. Richtig, das so, jetzt könntest du vielleicht mal die Essensreste irgendwie umfüllen, zum Beispiel hier in diese Schüssel. Ich nehme das dann nachher mit und esse es auf. Und uns danach so ein paar Scheiben Baguette abschneiden. Ja, ja, und die einfach auf einem Teller dann drapieren und dann auch auf den Tisch stellen, bitteschön. Ja. So, ich beschließe, dass die Spaghetti jetzt fertig sind. Da wir hier kein Waschbecken zur Verfügung haben, gieße ich die hier in eine Vorrichtung ab. Ja, einfach mal hier aufs Regal stellen jetzt. Ne? So, dann so ein paar Scheiben Baguette. Genau, sehr gut. So, die Spaghetti, jetzt kommen wir zur Kernkompetenz dieses Gerichts. Wir färben diese jetzt noch ordinär farblich aussehende Pasta blutrot. Dazu benötigen wir eine Pfanne oder einen Breitentopf. Nils, wenn ich dich ganz kurz nochmal bemühen dürfte, hinter dir an unserem Kleiderbesteck und Topfständer. Genau, mir den pfannenartigen Topf zu überreichen, weil genau den brauchen wir jetzt. Sehr. Weil damit funktioniert das am besten. Was wir auch noch brauchen, ist von dem Spaghetti-Sud etwas Flüssigkeit. Das ist nämlich sozusagen das, was dann nachher die Nudeln färbt. Zusammen mit dem jetzt generierten Farbstoff auf unserem anderen Topf. So, das kommt jetzt alles zusammen in ein pfannenartiges Gefäß. Auch unser, wie viel Brot brauchst du eigentlich? Unser rote Beete-Sud. Wie bitte? Wie viel Brot? Nur so ein bisschen. So? Für jeden 3, 4. Wir waren jetzt für 2 Personen, einen Vegetarier, einen Veganer. Okay. Jeder kriegt 2, 3 Scheiben Brot und gut ist. Jawohl. So. Das ist wunderbar. Der Sud kocht. Ich kann die Spaghetti jetzt hier reinfüllen und jetzt haben wir es auch gleich schon. Da ist der rote Sud. Hier kommen die Nudeln rein.
Ich gebe zu, es ist jetzt ein bisschen viel Sud geworden. Wenn ihr euch einfach an die Vorgaben haltet, wie wir sie reingeschrieben haben, dann kommt es auch in etwa hin. Den Effekt werden wir trotzdem haben. Und hier, jawohl, kann man schon wunderbar sehen, wie sich die Spaghetti blutrot färben. Ein Anblick, ja, den man aus alten Peter-Jackson-Filmen vielleicht kennt. Ja. So, jetzt erstmal das Brot kommt dazu. Ja, einfach auf einen kleinen Teller so drauf drapieren. Wenn du eine Schüssel findest, auch gerne das. Ich bin hier noch weiter beim Färbevorgang. So, und dann brauche ich eine dritte Hand, Nils, wenn du dann mit dem Brot soweit bist. So, der Spinat fällt immer sofort innerhalb von einer Minute bei Hitze zusammen. Manche Leute schneiden den Spinat. Ich habe irgendwann von der Gundi mal ein ganz tolles Catering servieren dürfen. Eine Band, die auch meinte, den Spinat einfach so ganz da rein, der fällt zusammen und... Da hat sie vollkommen recht gehabt. Das war ganz, ganz toll, wie es aussah. Ich mache das jetzt gerade zum zweiten Mal sozusagen und hoffe, dass ich das, was ich jetzt hier erzähle, auch funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Aha. Brot stelle ich schon mal rüber. Brot schon mal rüber, Nils. Okay. Ganz genau, super erkannt. Hier reduziere ich die Hitze. Eine Richtung ist immer gut. Ja, immer nach links raus, Nils. So. Das riecht ja auch schon sehr gut. Ja, also auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, der Spinat ist bereits zusammengefallen. Das war es eigentlich schon. Jetzt darf ich dich bitten, immer so einen weißen Teller zu bringen. Ja. Von den großen. Achso, das muss ich eigentlich selber machen. Du bist eigentlich zu weit weg. Bitte. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, doch etwas. Nee, ich mach's allein. Macht aber nichts. Denn, Nils, was man nämlich auch noch machen muss, ist für die vegane Variante einmal Feta-Käse zerbröseln. Das machst du bitte als zweites, weil du nämlich vorher den Tofu in kleine Würfel schneidest. Okay. Bitte in der Schüssel lassen und den Feta einfach mit der Hand zerbröseln. Auch in der Schüssel. Okay, ja. In dieser kleinen Minischüssel. Ja, du kannst ihn auf dem Brett schneiden und dann wieder zurück tun, ne, Nils? Ja, das geht sogar so. So, meine lieben Zuschauer, habe ich zu viel versprochen? Die Blutspaghetti mit Spinat ein bisschen abtropfen lassen. Ich nehme gern für das Essen meistens flache Teller, weil ich sie, das ist aber mehr so ein Fetisch meinerseits, optisch schöner finde. Muss man, da darf man nicht ganz so flüssig kochen, aber wenn man hier so ein bisschen abtropfen lässt, geht das eigentlich. So, das ist unsere erste Portion. So, das hier. Zerbröseln. Das Ganze noch als zweite Portion. Okay. Wie viel eigentlich davon? Alles. Aber nicht in den Tofu zerbröseln, Keule. Hier drin. Ne, das ist ja jetzt genau das, was ich jetzt versuche, irgendwie wahrscheinlich relativ falsch jetzt in Worte gemacht, zu sagen, dass eben die vegane Variante ja mit Käse nichts zu tun haben darf. Ja, ja, deswegen bitte nicht mischen. So, ja, ich bemühe mich auf jeden Fall, bei jedem Essen immer eine vegane Variante dazu zu machen oder eben komplett vegan zu kochen. Das ist einfach irgendwie, ja, sehr sportlich auch mittlerweile. So, macht auch viel Spaß. Also man kann schlemmen ohne Ende, wenn man da einfach sich auf ein paar Sachen achtet und ein bisschen aufpasst, steht das jetzt einem vegetarischen Menü nichts nach. So, ich habe die zwei Teller hier fertig. Gut, das alles kommt drüber, denke ich mal. So, den Feta mache ich. Danke. Ja. Den Tofu einfach hier so ein bisschen so drüber drapieren. Drüber. Genau. Drüber. Ja, den Feta auch so ein bisschen. So. Genau, ganz am Ende mit Kresse garnieren. Upsala. Das machen wir hier auch. Sieht ja schick aus. So, und ich komme dir glatt hinterher. Bitte, du nimmst es mit auf unseren Serviertisch. Und ich auch. Einfach kurz servieren. Wunderbar. Gerade stehen bleiben, Dankeschön. Ja, abstellen, super Nils. Und hier unser zweiter Teller. So, ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt ein Hauptmenü, wie es im Kohl eben aussehen könnte. Ein Radicchio-Salat mit Bitterstoffen entfernt, bisschen per Farbe, bisschen verschiedenes Gemüse dazu. Agavendicksaft und Balsamico-Creme mit ein bisschen Salatöl. Baguettes, ein bisschen Teaser, Mix-Pickles-mäßig, Oliven in dem Fall. Und eine vegetarische Variante mit Feta-Käse und blutgefärbten Nudeln oder als vegane Variante mit Räuchertofu. Und ja, kocht es nach. Bleibt gesund und wir freuen uns, wenn ihr einfach wieder einschaltet bei unseren nächsten Livestreams, denn more to follow. Schön, dass ihr dabei seid. Ciao.
Buon appetito!